Hallo ihr Lieben, hier ist Nathalie mit zwei Feiertagskarten. Wir sind im November, unglaublich. Die Einhörner sind heute da mit zwei Karten. Ich habe dann noch eine andere Karte, die mir noch vor die Füße gefallen ist. Die kommt zum Schluss. Zunächst mal geht es um die Übungspraxis. Die lieben Einhörner sagen, Übung macht den Meister, der Spruch, der Spruch des Halbjahres. Es ist tatsächlich so, dass im Augenblick oder in den letzten Tagen es auch so war von der Energie her, dass viele Dinge neu begonnen haben. Also dass einfach viel neu gestartet wurde, dass man selbst viel, wie soll ich sagen, den Eindruck hatte, man soll jetzt da wirklich Altes abschließen und damit Neues begonnen werden kann. Und das, was neu begonnen worden ist, sie sagen, was auch immer es ist, vielleicht ein neuer Job, ein neuer Kurs, irgendetwas zu lernen, irgendetwas Neues anzufangen, ist jetzt zu üben. Sie sprechen aber nicht nur davon, sondern sie sprechen natürlich auch hauptsächlich, wie das auch meist so ist, davon, ein neues Bewusstsein zu entwickeln. Und dieses neue Bewusstsein und dieses Jahr und auch die folgenden Jahre sprechen ja ganz, ganz viel davon, dass einfach dieser Bewusstwerdungsprozess über Dinge, die und über Zusammenhänge universeller Gesetzmäßigkeiten, dass das ganz rapide zunimmt im Augenblick. Jeder für sich, jeder auf seine Art und Weise. Also nicht insgesamt und quantensprungmäßig, sondern das passiert in jeder Person, sage ich jetzt mal, selbst und auf individuelle Art und Weise. Und insofern sagen sie, es ist so wichtig, diese kleinen Schritte, die wir gehen, seien sie noch so klein, manchmal können sie auch größer sein, in der Erweiterung des eigenen Bewusstseins, das ist definitiv auch zu üben, mit diesem neuen Blickwinkel umzugehen. Und je mehr wir eben jetzt die Möglichkeit bekommen, durch die globale Energie, die da ist, oder durch die universelle Energie, die da ist, durch Sonnenaktivitäten und Magnetfeldverschiebungen und dergleichen, sind wir mehr in der Lage, Dinge wahrzunehmen, sind wir mehr in der Lage, uns zu öffnen für neue Herangehensweisen bezüglich eben dieses Blickwinkels aufs Leben. Und das ist so, so wertvoll. Und sie sagen, es ist so wichtig, das aber auch zu üben und nicht wieder ständig in alte Verhaltensmuster bzw. Denkmuster reinzufallen und letzten Endes sich dann selbst um die schönsten Dinge zu bringen. Also es ist jetzt gerade heute, die Energie ist sehr kopflastig und insofern ist es sehr wichtig, gerade heute sich wirklich darauf zu konzentrieren. Und wir hier in Deutschland haben ja diesen Feiertag, wo das ganz gut möglich ist, wo man normalerweise ein bisschen mehr Zeit hat und nicht in diesem Alltagsgeschehen so völlig untergeht, sich da Gedanken zu machen auf höchstmöglicher Ebene. Sprich, wenn man feststellt, man hat da wieder irgendwelche negativen Gedankenmuster, die dann wirklich zu nehmen und zu sagen, so, und jetzt übe ich mal, wie ich aus dieser negativen Denkweise in eine wesentlich positive reinkomme. Das spätestens nach 10 Minuten habt das dann, so wie es eben beschrieben wird. Es ist wichtig, wirklich den eigenen Standpunkt, sich da so in eine gute Position rauf zu reden und zu denken und zu fühlen, dass man sich dann schließlich nach einigen Minuten wesentlich besser fühlen kann. Das ist wirklich zu üben. Übt das, übt das, übt das. Das kann ich euch nur sehr, sehr, sehr ans Herz legen. Ich lege es mir selber ans Herz, denn wir alle haben zu üben und immer mal wieder kann man feststellen, wenn der Alltag zuschlägt, dann tun wir uns nicht so ganz fürchterlich einfach und leicht, das zu machen. Aber jetzt heute ist mal ein goldener Tag, wo ihr das könnt. Ein weiterer goldener Tag ist es, sich um seine Freunde zu kümmern. Das Thema begleitet uns jetzt wohl auch schon. Es geht um echte Freunde, halten immer zusammen. Da geht es hauptsächlich eben auch darum, dass ihr offen seid für Neues, dass ihr euch auch euren momentanen Freunden, so ihr das möchtet, öffnet, dass ihr mit denen schöne Gespräche führt, ganz ehrliche, authentische Gespräche führt, dass ihr erklärt, was euch bewegt, ganz ehrlich, dass ihr einfach ihr selbst seid,
dass ihr euren Freunden auch zuhört, dass ihr im Gegenzug auch für eure Freunde da seid, wenn ihr merkt, die könnten Hilfe gebrauchen, so weit, wie ihr das einfach in der Lage seid, auch zu tun. Grundvoraussetzung ist natürlich, dass ihr euch gut fühlt, dass ihr euch übt, gut zu fühlen, dann habt ihr natürlich wesentlich mehr zu geben, als wenn ihr selber auf halb acht daherkommt und aus dem letzten Loch pfeift und dann seid ihr eigentlich eher diejenigen, die dann Hilfe brauchen. Also insofern, wenn ihr Hilfe geben möchtet, dann solltet ihr dafür sorgen, dass es euch gut geht. Und sie sagen auch, dass wenn es euch selbst nicht so gut geht, ist es natürlich auch so, dass das Universum mit all den wunderbaren Energien, die da kreuchen und fleuchen, letzten Endes natürlich auch beste Freunde für euch sind und dass die natürlich immer da sind, sobald ihr dran denkt, sobald ihr an die höheren oder inneren Energien denkt, die euch helfen könnten, sind sie auch sofort da. Ihr wisst das, sie wollen euch wieder daran erinnern, dass sie natürlich auch beste und echte Freunde sind, die auch immer da sind und die uns auch sehr, sehr, sehr bedingungslos lieben. Also nicht nur auf Geben und Nehmen aus sind, sondern die schlecht und greifend immer da sind. Punkt aus Äpfel. Und aber es geht ja jetzt auch um die irdischen Freunde. Und da ist es jetzt eben auch wichtig, da im Austausch zu bleiben und, wie gesagt, ganz ehrlich zu sein mit euch selbst und auch mit euren Freunden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn dann werden sich auch eure Freundschaften vertiefen und auf ganz wertvolle Ebenen gelangen. Und natürlich auch im Zuge eures Bewusstseins oder eurer Bewusstseinsentwicklung, die im momentan ganz toll stattfinden kann, ist es natürlich dann besonders schön und wertvoll, da gemeinsame Zeit zu verbringen. Und diese gemeinsame Zeit und dieses Ausgelassensein und dieses sich entspannen und lustig sein, humorvoll sein, spielen und schöne Sachen machen, schöne Dinge miteinander unternehmen, trägt natürlich wiederum dazu bei, dass es euch hervorragend geht, dass ihr euch wohlfühlt, dass ihr euch entspannt, dass ihr eure Batterien wieder aufladet und manche Dinge eben wirklich aus einem wieder wesentlich entspannteren Blickwinkel betrachten könnt. Manche Situationen, die ihr euch vielleicht sehr rein verbissen habt und die ihr vielleicht viel zu ernst gesehen habt, wie auch immer. Zum Schluss kommt jetzt noch eine Abraham-Karte, eine englische, und die sagt, I want to feel good, was heißt, ich möchte mich gut fühlen. Und die Karte bedeutet, gerade für den heutigen Tag, dass es jetzt ganz wichtig ist, egal was ihr macht und egal mit wem ihr es macht und egal wie ihr das macht, ihr wollt euch gut fühlen und ihr sollt euch gut fühlen. Und das ist jetzt sozusagen das Schlusswort für den heutigen Feiertag, den 1. November. Guckt unter allen Umständen, dass eure höchstmögliche Intention oder die wichtigste Intention, die ihr für heute oder überhaupt natürlich grundsätzlich haben solltet, ist, euch gut zu fühlen, egal unter welchen Umständen. In jeder Situation gibt es Punkte, positive Punkte, die man fokussieren kann. Und auf die solltet ihr euch heute ganz besonders stürzen, soweit es irgendwie geht. Denn wie gesagt, die Energie heute ist schon so, dass man sich ganz gern mal etwas verheddert in seinen Gedanken. Und das tut einem dann nicht so gut. Da fühlt man sich dann überhaupt nicht besonders toll und man verbeißt sich und macht und tut und landet wieder in alten Gedankenmustern, die dann wieder in alte Situationen oder die wieder alte, altbekannte Situationen generieren. Wollen wir alle nicht. Also insofern sagen wir nicht das, was wir nicht wollen, sondern wir wollen uns gut fühlen. Und das wollen sie, das wünschen sie uns von ganzem Herzen. Ich wünsche es euch selbstverständlich und jedem, der denkbar ist, dass er sich gut fühlt. Denn das trägt natürlich auch wieder zum Wohl der Erde bei. Das brauchen wir ja momentan oder sollte natürlich momentan ganz besonders der Fall sein. Das wäre ganz besonders hilfreich und schön. So, ihr Lieben, dann freue ich mich wieder auf euch und auf morgen und wünsche euch noch einen wunderschönen Feiertag. Tschüss.